Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade 2 Bannerlords. Ich bin hier wieder beim Kampagnen-Anfangsbildschirm. Wir nutzen wieder die Aserei, aber machen hier unten bei Hey mal, ihr seht es, wir drücken den R-Knopf. Und ja, das ist das Witzigste, was man einfach machen kann als Babyspiel. Ich möchte mal das kurz testen, deshalb machen wir mal weiter. Aber ich mache es ganz klein. Ja, wir haben es ganz klein. Und ja, wir sind das, 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 das und das und das und das. Und das R wird einfach größer wieder, aber es ist immer noch ein kleines Kind. So, das ist einfach etwas, das wahrscheinlich nicht geplant wurde. Aber wenn man den R-Knopf macht, wenn man den Hey-Knopf, den Balken berührt und dann R drückt, wird man zum Baby. Es steht zwar im Internet, ihr müsst mehrmals die R-Taste drücken, aber bei mir geht es sofort. Auch außerdem ist es bei mir überhaupt nicht verpackt, das Spiel. Also bis jetzt ist nichts aufgetreten. Wir werden dann auch gleich später dann wissen, was denn genau gemacht wird, oder? Also sieht schon sehr verpackt aus. Also es ist wahrscheinlich ein Bug. Aber da kann man nichts machen. Ich schaue mal gerade wegen dem Knopf zum Umdrehen. Er war doch, glaube ich, irgendwo da. Das ist so geil. Also, man ist jetzt leider nicht mehr so ein kleines Kind. Aber ich schaue mal kurz. Das ist einfach das Geiste. View Charakter. Bindestrich. Wo ist diese? Mal die Tasten aussuchen. Ja, das ist der Knopf über der Tab-Taste am linken oberen Ende. Ja, es ist leider kein... Ja, der Kopf ist dort ein bisschen zu groß. Der Kopf ist eher babyhaft, aber sonst ist es eigentlich nicht so ein Baby. Aber es wäre geil, so zu spielen. Also wenn ihr wollt, können wir auch als Baby spielen. Aber Lust jetzt wieder alles einzustellen, habe ich nicht so. Ja, man kann die Taste nicht drücken, wenn man im Tutorial ist. Ich hätte das Tutorial nicht starten sollen. Das ist blöd gemacht, liebe Entwickler. Im Tutorial sollte man auch andere Dinge machen können. Aber gut, Sim Game. Tutorial. So. Also scheinbar muss man jetzt mit den Anführern, also mit den ja, Leuten auf der Kampagnenkarte reden. Weil im Dorf konnte ich mit keinem reden. Keine Hilfe gesucht, ich habe es mir nur nach dem Part noch gedacht, oh, jetzt, ich habe noch mit niemandem geredet. Also, wir sind hier wieder in Trevea, okay, lesen kann man halt auch nicht so gut, so kleine Schrift. Jo, wir sind noch ein bisschen vorsichtig, müssen halt auch wirklich uns noch wehren können. Das können wir wirklich jetzt noch nicht. Ich habe gehört, man kann zwei Köcher tragen. Das ist gelesen. Deshalb muss ich so schnell wie möglich einen zweiten Köcher tragen. Ragea, bitte. Man kann nicht. Turiados. Mit wem soll ich denn reden? Es steht nicht. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich momentan habe. Man kann leider nicht mit Leuten reden. Also mit wem? Ich verstehe nicht, mit wem muss ich reden. Das ganze Tutorial macht das irgendwie kaputt. Da möchte ich schon lieber als Baby spielen und das Tutorial skippen. Das geht einfach nicht. Wieso ist man gezwungen, ein Tutorial zu machen? Auf Stück und Stück. Ja. Das ist klar, aber mit wem kann man denn reden? Ha. Dankeschön, dass ich wieder nicht hinsetzen kann. Ja, die Steuerung ist auch noch ein Kritikpunkt. Die ist sehr schwer. Da muss man alles einstellen. Und das möchte ich nicht. Ich bin halt auch eher ein Spieler, der nicht sich um die Steuerung kümmern muss. Ja, kein Pferde. Was haben wir denn hier?
Leaf Top. Das ist nur zum Dorf gelassen. X vielleicht noch. Mit Y, okay. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Ja. Es steht, ich müsste irgendwo in die Richtung. Dem kann man gar nicht reden. Hol ich mir das Pferd halt wieder. Oh Gott. Ja, es ist leider noch mega Beta. Also es ist, wie sagt man, Early Access. Das heißt, es ist noch alles verbuggt. Ja, jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, wie man jetzt wieder auf das Pferd geht. So, F. Also, das Anvisieren bitte auch noch besser machen. Das ist auch, dass man wirklich exakt auch ein bisschen weiter weg sein muss. Das sollte von überall hergehen. Die F-Taste braucht man nicht ständig. Also scheinbar muss man jetzt hier zu diesem Mann. Komm schon, rede mit mir. Es ist scheinbar der Mann. Nee, aber die Pfeile zeigen schon ein bisschen hier hin. Okay, aber eher da. Noch weiter. Ja, wir finden den Mann. Wir brauchen die Information. Es ist aber niemand hier. Also muss man doch in die Kampagnen melden. Hä? Da ist doch niemand. Da ist doch die Map auch wieder vorbei. Also es ist... Ja. Es ist sehr kompliziert. Sehr schlecht gemacht, dass wir da nicht weiter wissen. Es wird uns nirgends gezeigt oder nochmals geschrieben, wohin wir wollen sollen. Ja, deshalb gehen wir hier nochmals auf Quest. Das haben wir gemacht. Also wir müssen nochmals Rekruten-Ding. Das hat irgendwie nicht angenommen. Aber jetzt machen wir das zuerst. Wir brauchen doch noch ein paar Pause aufheben, bitte. Ja. Okay. Der sieht auch ein bisschen jung aus. Zwölk. Mal schauen. Ja, eben, wir haben das gemacht. Wir haben mit ihm geredet, das funktioniert nicht. Und jetzt können wir auch keine Truppen ausheben, weil ich nicht weiß, was man jetzt genau machen muss. Sehr schön, liebes Entwicklerteam, dass ihr so ein unfertiges Spiel rausbringt. Also machen wir nochmal das. Ja, okay, das haben wir im letzten Part auch gemacht, funktionierte aber nicht. Okay, jetzt funktioniert's. Immerhin. Ja, schön, dich zu sehen. Wir haben das, was wir brauchen. Nun müssen wir ein bisschen früher, schneller sein, unterrichtet werden. Also, ja. Es kommt ein wandernder Doktor ab und zu. Sein Name ist Taktios. Er pflegt die Leute kostenlos, oder? Wir warten auf ihn. Wir müssen jetzt, wir haben ihn längere Zeit nicht gesehen und müssen ihm... Ja, er lagert Kisten, wo wahrscheinlich etwas Mysteriöses drinsteht. Also wir müssen zu diesem Haus gehen und die Kiste durchsuchen. Ist wahrscheinlich in eine Falle reingetappt. Ja, wir machen uns Sorgen. Kannst du einen Blick auf ihm
Ding, also er wurde da, also er ist in eine Falle geraten, er ist wieder hier wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir ein Auge auf ihn achten und ja, das ist ein bisschen mehr als eine Quest. So, aber wo das ist, also wahrscheinlich da unten wieder. Ich gehe wieder die Pfeile nach. Da, okay. Das ist eine Anglerrobbe. Scheinbar angelt der momentan einfach. Nein, das ist ein Emperor-Pirisant. Trotzdem nochmal anreden. Ja. Das zeigt mal wieder. Dankeschön, liebes Spiel. Du bist sehr genug weit. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Ja. Also scheinbar zeigt es immer irgendwie, die Pfeile zeigen immer irgendwie in eine Richtung, wo wir die Kamera bewegen müssen oder so. Es wird uns nichts gesagt, wo diese Person ist. Wir müssen uns jetzt kurz ein bisschen herumhören. Das ist ein Teenager, ja, das hätte ich auch ohne zu lesen gedacht. Das ist auch ein kleiner, ja, das ist auch ein Teenager. Schon ein Teenager, das auch. Ich möchte gerne den Arzt haben. Doktor. Doktor Wilfried. Und nicht finden, nirgends finden, in verloren gegangen. Da ist keine Person, doch das. Das ist eine Kiste. Ein Beutel oder so, das ist ein Sattel. Ich glaube, das ist ein Sattel. Mysteriös, das Objekt, das Leder, das man nicht so finden, also ja, bemerkt, was es genau ist. Ja, scheinbar müssen wir ein bisschen suchen. Leider hier ist niemand. Das ist ein ganz kleines Kind. Ja, also die Kinder sind nicht ganz so gut gelungen. Die Personen sind eigentlich sehr gut gelungen, also die Erwachsenen vor allem. Und die Teenager sind auch noch ziemlich gut. Aber die Köpfe sind zu groß und sie sehen ein bisschen zu babyhaft aus, auch wenn sie Teenager sind. Ja. Ich glaube, ich finde den niemals, wenn wir so weitermachen. Wir müssen irgendwie Informationen sammeln. Kannst du etwas Ding sagen? Du heißt Nayun. Nein? Ah, Nayun ist der Bodyguard, stimmt. Ja, ich werde wahrscheinlich relativ viele Parts machen, damit ich einfach dranbleibe, weil das Spiel ist ein bisschen wenig aussagend. Also, ist, ja. Die Namen sind mir ein bisschen zu schwer zu merken und so, sind recht fremde Namen. Und halt einfach auch, weil ich sehr gehypt bin. Wie viele, also es ist wirklich ein mega gutes, gut verkauftes Spiel. Ich glaube besser als Fortnite momentan. Und das sagt schon viel aus. Jetzt muss nur noch Warband, Warband. Also das Call of Duty Warband oder wie das heißt. Schade, wir finden ihn nicht. Wir gehen jetzt mal raus. Und schauen das Questlog. So. Aber oder Warlock oder. Nein, ist das irgendwie Warband oder so? Ich weiß es nicht. Ich solche Informationen über Genres, die mich nicht interessieren, nicht so gerne habe. Nicht. Okay. Wir müssen Partys töten. Und Partys sind scheinbar die hier. Raiders. Okay, dann machen wir doch nochmal. Attack. Wir greifen 6 arme Bauern. Raiders, also Angreifer an. Ja. Im Dorf. Ah, das Dorf hilft mit. Dann helfen wir doch mal. Ja, am Anfang leckt es immer kurz ein bisschen. Alles geladen ist.
aufgemerkt. Ja, die haben natürlich keine Chance, aber können wir noch einen Kill machen oder so? Die können noch ein bisschen Erfahrung. Ja, die sind schon tot, also zwei sind schon tot. Einer hat es noch überlebt, der ist bewusstlos. Die Weißen rechts oben, die Weißen sind die Bewusstlosen und die Roten sind die Toten. Ja, die waren irgendwo hier. Ich kann kurz zu den Leichen gehen, aber habe ich jetzt gerade nicht so schnell gefunden. Irgendwo hier, ich sehe sie nicht. Ah, da. Die sind einfach nebendran vorbeigegangen, scheinbar. Ja, sie sind auch relativ gleich wie die Lutzer gekleidet. Okay. So. 0,5 Moral, das ist schön, dass man jetzt Moral auch bekommt. Durchs Mithelfen. Also hat man das auch in Warband bekommen, aber es ist nicht so schlimm gewesen. Also so angezeigt wurde. Okay, und jetzt? Wir müssen drei Partys erledigen. Okay. Wir müssen hier in der Umgebung nach dem, ja, nach den Raiden schauen, die es geplündert haben. Also sind beide hier irgendwo in die Richtung am Laufen. Wahrscheinlich ist das Banditenlager irgendwo da. Jetzt greifen wir die mal so an, ohne Hilfe. Schauen wir mal, ob's ja, gut, klappt. Ich will mal kurz schauen auf die Dauer. Ja, 16 Minuten. So, jetzt müssen wir die 1 drücken. Und dann die 3. Also die F1 und dann die F3. Und nebenbei tun wir jetzt mal ein bisschen. Ja, angreifen. Ja, sind Diebe. Ja, toll. Einen. Zwei, komm, Headshot. Aua. Wieso greifst du jetzt nicht an? Steine machen zum. Ah, ich habe einen Stein abgeschossen. Hä? Ja, sicher. Ich muss nicht dorthin schießen. Okay, den haben wir auch. 38 Durchschlagsschaden. So, es ist ein bisschen schwer auf dem Pferd. Wir müssen eventuell absteigen. Aber das ist jetzt auch wieder ein Problem, dass ich jetzt wieder nicht weiß, wie man absteigt. Aber mit Y sicher. Ja, okay. Gut. Das Pferd. Hä? Einfach nur die Haare sind Ding und ja, die tun sehr komisch wirbeln. Okay. Ja, jetzt haben wir auch Renown. Renown ist zum Beispiel das Ansehen, glaube ich, oder so. Wie die Leute uns kennen. Und durch Schlachten bekommen wir natürlich auch Ansehen. Ich denke von Quests eher mehr. So, jetzt haben wir hier ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Die nehmen wir natürlich gerne alle mit. Und mehr auch nicht. Also das ist unser Inventar. Ja, dann mal I drücken und schauen, ob irgendwas besser ist. Das ist schon besser. Also zum Beispiel, die haben keine Armverteidigung. Ist schon, es ist gleich, ja, schon viel schwerer. Möchte ich doch lieber eher den unteren nehmen. So, nein, nicht wegwerfen. Ersetzen. So, oh, sehen wir auch schon wieder besser aus. Mal kurz den Unterschied nochmal anschauen. Ja, dann haben wir hier schlechtere Boots und Grain ist das Essen. Grain heißt wahrscheinlich irgendwie so etwas wie Weizen. Körner. Ja. Aber wir haben jetzt gerade hier nicht die Auswahl zwischen den verschiedenen Truppen, also können wir die auch nicht ausrüsten. Jetzt haben wir hier drüben noch eine Party. Die darf ich natürlich gerne auch an. Okay, jetzt hat sich einfach das Ding verändert. Die Tageszeit verändert.
Gut. So. 1, 3. Und jetzt hin. Stehen. Und mal einfach schauen, dass wir da nicht in die Falle tappen, weil das sind berittene Leute, ich habe. Und dann könnte ich als Fokus dienen für die Gegner. Oh, wir haben einen getroffen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, ich möchte eher im Fernkampf agieren, weil ich muss ja als Rundspielcharakter natürlich auch überleben. Ich kann nicht einfach spielen und immer sterben. Das ist für die Story nicht so gut. Aber ich kann ja jetzt momentan mit dem Tutorial echt nicht so viel Rundspiel machen. Das machen wir zuerst auch. Ah, geht doch weg. Habe ich das Pferd, glaube ich, getroffen. Nein, wieso schießt du daneben? Ich habe doch genau in die Mitte gezielt. So. Also ich mache noch mehr Rollenspiel, wenn das Tutorial jetzt vorbei ist. Gut. Dann haben wir wieder neuen Loot hoffentlich. Ah, wir haben jetzt einfach einen Gefangenen noch. Ich denke, den können wir schon mal mitnehmen. Weil die schließen uns an, wenn wir einfach lange in der Party bleiben, also ja, mit uns reisen, schließen sie sich uns dann immer mehr an. Oder wir können sie eben verkaufen. So, Armband, die sind für hier. So. Ja, ist Handarmor, also Handrüstung. Ist ja für das Pöbel, das sieht man unterhalb vom Bild. Einfach die Bauern. Das ist echt sehr gut gemacht. Und man, dass man sieht, ja, das ist eher für Bauern und das wäre eher für Krieger oder Ritter. So, ich habe einen, ja, also, ja, mehrere Gefangene gefangen, aber wir haben nur einen bekommen. Ja, sie fühlen sich sehr schlecht und verwundet. Hatchet heißt irgendwie, ja, sei nicht etwas niedergeschlagen oder so. Also niedergeschlagen, sehr exhausted, also ganz müde. Wir geben ihm Wasser und Brot und müssen mit ihm jetzt... Kommt über uns rein, also zu den Füßen rein. Und möchte wahrscheinlich etwas berichten. Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Depth heißt, du bist tief. Ich bin in deinem Tief, sozusagen, okay. Richtig übersetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber, diese Briganten wollen deinen Tod jetzt, oder so. Okay. Mein Name ist Taktios. Ich bin ein Doktor und handle. Es ist wie eine Aufgabe für dich zu... oder ich denke, wir machen das, wir machen diesen, ja, diese Quest sozusagen, diese Aufgabe. Ich war in einer Karawane und kam jemand aus einem Busch. Und wir waren sehr, also wir waren sofort am Aufgeben, weil wir unterzählig waren. Und wir gaben auf. Und sie haben uns in Ruhe gelassen, ja, haben aber uns ja, gefangen genommen und wir mussten sehr lange laufen mit Top-Geschwindigkeit und haben kein Wasser gehabt. Und ich war vor dem ja, Niedersacken. Okay. Ja, ich fühlte das Zeichen von Heatstroke. Keine Ahnung, was das genau ist, aber... Aber sie haben mich mehr gezwungen, noch weiter zu laufen. Und, ja, dann sind wir... Ja, ich habe einfach jetzt auch einen Weg, dich zu danken, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gestorben, sagte Taktios. So.
Wir schauen nach zwei Kindern, die gefangen wurden von Raiders. Kannst du etwas über das erzählen? Ich bin erfreut, dass ich... Ich bin bewusst, dass ich keine Kinder gesehen habe. Aber wo die Karawane attackiert wurde, ist der Chef von den Raiders, hat irgendwas mit Radogos geredet und haben eine Kiste von mir geklaut. Ich kontrolliere mehr von diesen Bandriding around this area, also ich kontrolliere mehr als eine von diesen Raiders-Gruppen und ja. Es ist wahrscheinlich eine, der etwas weiß. Wir müssen, ich habe nichts, das ich bezahlen kann. Kannst du ja die Kiste für dich behalten, wenn du sie findest. Oder wenn du mir die Kiste zurückgibst. Okay. Das ist eigentlich genau gleich wie bei Warbands auch, dass man da einfach das Zeugs bekommt, das gestohlen wurde. Ja, es sind 20 Paces. Paces ist wahrscheinlich der Name vom Geld. Ja, das ist einfach die Einnahmen von solange ich lebe. Ja, ist gut. Das kommt mir in den Kopf. Gut, machen wir ein bisschen schneller. Red einfach noch, dass er wirklich glücklich wäre. Wenn er das Geld auch wieder zu, also sehen würde. Und jetzt müssen wir nochmals ins Tutorial schauen. Ah, da oben ist es. Okay. Wir müssten eigentlich den überfallen. Und dafür gibt es einen Kniff. Ja, wir müssen den Part beenden. Im nächsten Part machen wir dann weiter. Wenn ihr einen Headout angreift, tut nie 1 gegen 1 mit dem Banditen König machen, solange ihr nicht denkt, ihr würdet ganz klar gewinnen. Weil, ja, sonst müsst ihr echt fliehen. Und das ist nicht so gut. Sie sind viel zu stark noch, nicht balanciert. Und deshalb machen wir das dann im nächsten Part auch nicht. Bis dann. Tschüss.